Meine Unterhosen waren voll mit Blut eigentlich, weil ich hatte wirklich so krasse Schmerzen, dass ich halt teilweise im Bett lag, der Schmerz nicht aufgehört hat und ich weiter geweint habe. Basti hatte Affenpocken und mittlerweile gibt es immer mehr Fälle in Deutschland. Berlin ist der Super-Hotspot. Und das schafft natürlich große Verunsicherung. Momentan ist es so, dass sich vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, damit infizieren. Und viele haben jetzt Angst, dass queere Menschen deswegen stigmatisiert werden. Ein Virus ist weder an einer sexuellen Orientierung noch an einem sexuellen oder an einer Identität irgendwie interessiert, sondern an seiner Weiterverbreitung. Ich will heute rausfinden, wie läuft so eine Affenpockeninfektion eigentlich ab? Und werden Erkrankte deswegen wirklich stigmatisiert? Allein hier in Berlin werden rund 2/3 aller Affenpockeninfektionen in ganz Deutschland registriert. Das heißt, ungefähr 30 bis 50 Menschen stecken sich jeden Tag hier an. Basti hat die Infektion frisch überstanden. Ich habe ihn auf Instagram gefunden, weil er ein Video darüber gepostet hat. Ein echt mutiger Schritt, finde ich. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Affenpockenausbruch mittlerweile zur internationalen Notlage erklärt. Das ist die höchste Alarmstufe, die von der WHO ausgerufen werden kann. Basti geht's zum Glück wieder besser. Er weiß aber noch nicht, ob die Pocken Narben oder andere bleibenden Schäden bei ihm hinterlassen werden. Das wird sich bei einem Kontrolltermin heute zeigen, bei dem ich dabei bin. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wie du dich angesteckt hast. Also ich habe nicht viel sexuellen Kontakt einfach generell. Und ich passe da mega auf. Und in dem Fall war das halt jemand, den ich jetzt schon über ein Jahr lang kannte. Und wir hatten dann was miteinander, aber wie gesagt, sehr, sehr leid. Ich bin super vorsichtig und das hat ausgereicht. Also ich habe noch nicht mal irgendwas gesehen, das ist ja auch das Krasse. Basti und sein Date verbringen mehrere Tage miteinander. Irgendwann entdeckt Basti bei seinem Gegenüber die ersten Pocken. Und dann bemerkt er auch 3 kleine Stellen auf seinem eigenen Penis. Und dann bin ich zur Dermatologin und er ist auch zu einem Dermatologen. Und dort wurden Abstriche gemacht. Das Ergebnis? Affenpocken. Basti ist geschockt. Er sagt, er hätte gern gewusst, dass sein Gegenüber kurz vorher noch mit anderen Männern Sex hatte. 4 Tage nachdem wir was hatten, habe ich halt diese Pocken bekommen. Und dann den Tag darauf oder 2 Tage darauf wurde mir so ein bisschen schwindelig. Auch 4, 5 Tage danach habe ich halt auch meine Lymphknoten schon gemerkt. Ich konnte das nicht zuordnen, aber die sind halt angeschwollen. Ansonsten kam dann irgendwie so nach 10 Tagen halt auch Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Und dann ist halt aus diesem roten Punkt ganz schnell so eine Eiterblase geworden und drumherum hat sich das sofort entzündet. Ich hatte wirklich so krasse Schmerzen, auch noch 3 Wochen nach Infektion, dass ich halt teilweise im Bett lag und eine Ibo reingepfeffert habe und einfach der Schmerz nicht aufgehört hat und ich weiter geweint habe. Das ist eine offene Fleischwunde einfach. Boah. Ja. Und das hat andauernd geblutet, andauernd genässt. Also meine Unterhosen waren voll mit Blut eigentlich. Das ist ja quasi so halb unter der Vorhaut. Das ist ja die unangenehmste Stelle, wo man sich das vorstellt. Und halt richtig groß, ne? Und richtig große Löcher, ja. Die sind richtig groß. Ich hatte natürlich Panik, habe angerufen beim Notdienst. 2-mal auf 2 aufeinanderfolgenden Tagen. Und die haben mir beide Male die Hilfe abgesagt. Was haben die da gesagt? Die eine meinte, wir können uns darum nicht kümmern. Das war halt sehr hart, fand ich. Es war, fand ich heftig, weil die sich noch nicht mal wirklich angehört hat, was eigentlich bei mir abging. Und dann das zweite Mal mit dem Arzt, mit dem ich gesprochen habe, der meinte zu mir, dass niemand was über Affenpocken weiß. Ich bin Fall 700 auf der Welt gewesen, also offiziell. Und keiner hatte eine Ahnung. Und ich habe ihm die Symptome beschrieben und er meinte, ich kann ihm nicht helfen. Ich weiß nicht, das Einzige, was ich jetzt als Instruktion bekommen habe, ist, dass sie eine Schmerztherapie beginnen. Und genau, mir gesagt wird, dass man mir nicht helfen kann, das ist halt frustrierend. Auf Nachfrage sagt die Kassenärztliche Vereinigung, dass sie angemessen beraten hat. Sie sagen, sie haben den Fall umfangreich dokumentiert und Basti empfohlen, sich direkt am nächsten Tag nochmal an die Dermatologin zu wenden, bei der er wegen den Affenpocken schon in Behandlung war. Deshalb sei ihm auch empfohlen worden, im ersten Schritt Schmerzmittel zu nehmen. Es gibt ganz wenige
Menschen, die so offen drüber sprechen, die quasi selber Affenpocken haben oder hatten, wie du. Und du hast ja dieses Instagram-Video dazu gemacht. Ich wollte, dass aus meiner Erfahrung Leute lernen können. Ich wollte Awareness schaffen. Ich habe halt sehr unter der Krankheit gelitten und für mich gab es gar keinen anderen Weg, als andere Leute davor zu warnen, dass sie nicht diese Erfahrung machen müssen. Du hast mir ja erzählt, du hast quasi so wie so eine Art Selbsthilfegruppe mit anderen Leuten dann noch gehabt, die erkrankt sind. Mhm. Hattest du das Gefühl, dass es denen schwerer gefallen ist, darüber zu sprechen? Ja, jeder Einzelne. Die meisten haben das auch ihren Freunden noch nicht mehr erzählt. Das ist natürlich heftig. Ja, also ich glaube, von den 6 Leuten, mit denen ich geschrieben habe, gab es einen, der damit offen umgegangen ist und einen, der mit Freunden drüber gesprochen hat und die anderen 4 haben es für sich behalten. Hast du dich irgendwann mal stigmatisiert gefühlt oder das Gefühl gehabt, du bist da jetzt irgendwelchen Vorurteilen deshalb ausgesetzt? Mm-mm, überhaupt nicht. Und wenn, dann, ich sehe darin gar kein Problem für mich. Also mich greift das als Person nicht an, weil ich ja weiß, wer ich bin. Respekt, dass Basti so gar keine Angst vor dem Stigma hat und mit mir so offen über seine Infektion spricht. Ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich belastend vor, wenn man sich mit so einer Infektion medizinisch nicht gut betreut fühlt. Bevor ich Basti später zu seinem Kontrolltermin wieder treffe, mache ich mich auf den Weg zum Checkpoint Berlin. Das Team dort klärt über die Krankheit auf und ist mittlerweile zu einer wichtigen Anlaufstelle für Betroffene geworden. Heute soll dort auch der erste Impfstoff eintreffen. Aber momentan ist der noch knapp. Wir bei Reporter beschäftigen uns übrigens immer wieder mit spannenden medizinischen Themen. Und wenn ihr da in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da und ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Im Checkpoint Berlin treffe ich den medizinischen Leiter Christoph. Sobald die ersten Dosen da sind, wird er gegen Affenpocken impfen. Wie schätzt ihr denn die Situation hier ein? Berlin ist der Super-Hotspot und das schafft natürlich große Verunsicherung. Wir können den Leuten im Moment keinen adäquaten Schutz anbieten und können sagen, das schützt dich vor der Infektion. Wir wissen, dass es einen Haut-Haut-Kontakt gibt, der entscheidend sein kann. Es gibt Haut-Schleimhaut-Kontakte, die entscheidend sein können. Und grundsätzlich lässt sich sagen, je länger der Kontakt, je intensiver der Kontakt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Infektion kommt, wenn die andere Person infiziert ist. Wie klärt ihr dann über die Krankheit aus? Also über welche Wege macht ihr das? Also wir haben hier von Anfang an uns relativ schnell versucht, mit anderen Leuten zu verbinden. Wir haben Plakate entworfen, also möglichst Informationen, die wir haben, zu verbreiten und zu sagen, das und das und das ist der Stand. Mehr können wir euch im Moment nicht zur Verfügung geben, mehr wissen wir selbst nicht. Es ist ja so, es können sich ja nicht nur Männer, die Sex mit Männern haben, infizieren, sondern es kann sich ja jeder damit infizieren. Findest du, da sollte ein bisschen mehr aufgeklärt werden? Ich glaube, was nicht so glücklich war, war von Anfang an, das so zu kommunizieren, als ob es eine Erkrankung wäre, die hauptsächlich in diesem Bereich auftritt, weil das, finde ich, ist nicht sehr hilfreich und könnte davon abgelenkt haben, dass andere im heterosexuellen Bereich die Ärzte da den scharfen Blick entwickeln. Aber letztendlich wissen wir ja auch, ein Virus ist weder an einer sexuellen Orientierung noch an einem sexuellen oder an einer Identität irgendwie interessiert, sondern an seiner Weiterverbreitung. Dann ist es soweit. Jetzt kommen endlich die ersten 300 Impfdosen beim Checkpoint an. Okay, also der Impfstoff ist jetzt da und der wird jetzt direkt eingekühlt, weil der muss bei ungefähr minus 20 Grad lagern. Damit können aber nur 150 Leute immunisiert werden. Viel zu wenig, um der Nachfrage nach der Impfung auch nur annähernd gerecht zu werden. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir möglichst bald mehr Leute impfen könnten, weil im Moment sind wir auf ein sehr kleines Maß reduziert. Und ich denke, wenn es irgendwie helfen soll, dann müssen wir eine stärkere Ausrollung haben von der Impfkampagne. Es wird wahnsinnig viel über Stigmatisierung gesprochen von Männern, die Sex mit Männern haben. Was ist denn deine Meinung dazu? Eigentlich finde ich das Thema an der Stelle jetzt nicht so besonders interessant, muss ich sagen. Also natürlich gibt es eine Stigmatisierung, aber die gab es auch schon vorher. Und ich glaube, was im Moment eigentlich eher ist, ist eine Stigmatisierung oder eine ein bisschen komische Anschauung dessen, wenn Leute irgendwie häufig wechselnde Sexualpartner haben. Also ich glaube, es ist eher eine Sexnegativität, die zu einer Homophobie führt, als dass es jetzt tatsächlich direkt eine Homophobie ist.
Es gibt aber auch andere Stimmen. Der Queer-Beauftragte Sven Lehmann, aber auch die Deutsche AIDS-Hilfe warnen vor einer Stigmatisierung queerer Menschen. Für Basti persönlich ist das Stigma bei Affenpocken kein Problem. Kurz bevor ich ihn bei seinem Kontrolltermin wieder treffe, schreibt er mir dann aber nochmal. Er hat nach unserem Gespräch am Morgen nachgedacht und möchte was klarstellen. Hallo! Wie läuft's? Also ich habe gemerkt, dass mich die Frage zum Stigma halt... Ich bin persönlich jemand, der in einer Welt lebt, die davon vielleicht nicht so betroffen ist. Und deshalb glaube ich, ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass das Stigma an sich schwierig ist. Ja. Und wenn jetzt eine Verbindung kommt mit Affenpocken und es befindet sich in der homosexuellen Welt, weil die sind alle nur am Bumsen, das finde ich nicht richtig, weil es generalisiert. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, innerhalb der Community zu realisieren, wir können auch bestimmte Dinge tun, die vielleicht dem entgegensprechen. Ja. Es ist halt nur ein bisschen einfach zu sagen, es gibt ein Stigma, und wir leiden darunter, aber sich darauf auszuruhen, finde ich halt auch nicht gut. Ja. Basti sagt, er will mit seinem Instagram-Video einen Teil dazu leisten. Und er möchte sich in Zukunft bei einem queeren Jugendtreff engagieren. Jetzt wird's aber erstmal spannend. Basti erfährt gleich, ob die Pocken an seinem Penis Narben hinterlassen. Dafür schaut sich der Arzt die Verletzungen nochmal an. Das sind Schleimhautverletzungen, die wir da jetzt hier sehen. Und wenn die therapiert sind und dann in Ausheilung sind, bleibt da eigentlich auch nichts übrig. Ja? Und das, glaube ich, wird genauso auch bei dir jetzt der Fall sein. Wie geht's dir jetzt damit? Voll gut, ehrlich gesagt. Ich hatte schon ein bisschen Schiss davor. Und da würde ich jetzt eigentlich überhaupt nichts groß mit zusätzlichen Salben und Cremes machen, sondern die ganz normale Hygiene in dem Bereich und ein bisschen Geduld. Ja. Endlich gute Nachrichten für Basti. Ein paar Tage später meldet er sich nochmal bei mir. Die Verletzungen heilen gut ab, aber er hat Probleme mit der Schultermuskulatur bekommen. Seine Ärztinnen vermuten, dass das mit der Affenpockeninfektion zusammenhängen könnte. Ich wollte in diesem Film herausfinden, wie es ist, Affenpocken zu haben und ob Betroffene deswegen tatsächlich stigmatisiert werden. Durch Bastis Geschichte habe ich gelernt, dass man so eine Infektion echt nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es eine ganz individuelle Frage ist, ob man sich stigmatisiert fühlt oder eben nicht. Meine Recherche hat aber auch gezeigt, viele Betroffene, die möchten einfach nicht offen über die Krankheit sprechen. Deshalb denke ich, ist es gut, wenn wir alle ein bisschen offener über sexuell übertragbare Krankheiten sprechen. So kann man nicht nur dem Stigma entgegenwirken, sondern halt auch sich und andere schützen. Habt ihr denn schon mal erlebt, dass jemand für eine Krankheit Vorurteilen ausgesetzt war? Und was habt ihr dagegen unternommen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da und ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Video bei uns online geht. Übrigens, Philipp, der war auch schon mal beim Checkpoint Berlin und hat sich angeschaut, wie die sogenannte PrEP vor HIV schützt. Diese blaue Tablette ist die PrEP. Ich werde heute auch noch einen HIV-Test machen. Und ich sage euch ganz ehrlich, so richtig Bock habe ich da nicht drauf. Wenn es in der Breite genutzt wird, dann wird es auch seinen Dienst tun und wird die Neuinfektion deutlich absenken. Das Video von Philipp, das habe ich euch hier oben verlinkt. Und hier unten findet ihr ein Video von MyLab. Die hat sich Affenpocken noch mal medizinisch genauer angeschaut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.